Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Der HSV ist Schwein in der Bundesliga. Der Isaac Gräfe ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Es ist Sonntag, 16.05 Uhr, kurz nach dem 0:0 gegen Jahn Regensburg. Wir sind bereit für eine neue Folge. Folge 18 erwartet euch heute. Wir nehmen auf, und zwar ich, der Niklas aus München, wie gewohnt, und der liebe Boris aus dem fernen Gibraltar. Hallo, liebe Zuhörer. Hi, Niklas. Spiel gut verfolgt? Ja, Spiel verfolgt auf jeden Fall. Das wollen wir auch gleich thematisieren. Ich möchte auf jeden Fall vorher noch gerne ein paar Worte loswerden. Und zwar nochmal vielen Dank an die wirklich tolle Teilnahme an unserem Q&A auf Instagram. Dort könnt ihr uns auch folgen, falls ihr das noch nicht tut. Die Wildparkbruddler auf Instagram abonnieren. Wir haben sehr, sehr viele Fragen reinbekommen, durften sehr viel beantworten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich kamen auch viele Fragen rein zu potenziellen neuen Gästen. Daran arbeiten wir natürlich. Aber in erster Linie sind wir natürlich ein Fan-Podcast von Fans für Fans, und genau deshalb haben wir uns heute wieder einen Fan eingeladen, und zwar nicht nur irgendeinen. Es ist der liebe Jörn aus dem fernen Hamburg, auch ein Exil-Fan, genau wie wir, und darüber wollen wir ja auch ein bisschen sprechen heute. Aber erstmal herzlich willkommen, Jörn. Hallo Boris, hallo Niklas. Sehr schön, dass ich dabei sein darf. Ist mir eine große Ehre. Danke für die Einladung. Wie ist so die Lage in Hamburg gerade bei dir? Hast du auch Schneechaos oder ist alles okay? Die Lage ist richtig eisig, aber nur vom Wind her. Also wir haben doppelte Minusgrade, aber die Lüneburger Heide hat wohl das Schneechaos verhindert, das ja heute zu diversen Spielabsagen geführt hat, in Paderborn und in Bielefeld zum Beispiel. Aber es ist kalt. Ja, Jörn, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, unserer Hörerinnen und Hörer. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz mit ein, zwei Worten vor und erzählt uns, wie lange du eigentlich schon KSC-Fan bist. Ja, also bei mir, ich bin typisches Kind der 90er, würde ich sagen. Also Valencia war bei mir, da war ich ein kleiner Bub, hat bei mir Spuren hinterlassen. Die ganze UEFA-Cup-Serie damals, da kann ich mich auch so ans Hinspiel noch erinnern, den späten Freistoß damals, der zum 3:1 geführt hat. Das war so tatsächlich frühe Erinnerung, die ich habe. Aber ich war dann tatsächlich so ein bisschen indifferent, und KSC-Fan bin ich tatsächlich erst durch den 98er-Abstieg so richtig geworden. Das hat mich total mitgenommen, und dann habe ich gedacht, boah, krass, das ist's jetzt. Also ich bin quasi in einer dunklen Stunde des Vereins bin ich so endgültig zum Fan geworden, und seit 98. Das ist total konträr zu den meisten Fans, oder? Die meisten verbinden doch ein Fan-Dasein oder werden Fans mit gewissen Erfolgen, und du mit einem Abstieg. Ja, aber da zeigt sich ja dann vielleicht in den dunklen Momenten, zeigt sich ja dann erst die Liebe oder woran hingehört, sage ich mal. Und in den Folgen, ja, also ich war davor schon so sporadisch im Stadion, aber in den Jahren danach war ich dann quasi auch Dauerkarteninhaber relativ schnell und Regionalliga Süd mitgemacht und auch nach Karlsruhe zum Studieren gegangen, damit ich quasi auch schneller am Wildpark bin und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt auch, würde mich als Vielfahrer bezeichnen, Allesfahrer hat es nicht ganz gelangt, aber ich war zwischendurch schon Vielfahrer, bis ich dann 2007 nach Hamburg gezogen bin, und auch da hat mich der KSC natürlich nicht losgelassen. Im Gegenteil, ich hatte sogar noch 2 Jahre eine Dauerkarte für den Wildpark, habe da auch noch relativ viele Spiele gemacht und gucke natürlich seitdem, dass ich alle Spiele im Norden irgendwie mitnehme, die möglich sind. Also Norden ist da auch durchaus weit definiert, sage ich mal. Geil, aber dann, wie gesagt, auch einer wie wir, Exil, und trotzdem versuchen, so viele Spiele zu sehen, wie nur möglich ist. Ja, definitiv. Also gerade letzte Saison war es überragend bis zum Lockdown. Da haben sie ja in Kiel gespielt, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, oder ich glaube das erste Mal überhaupt, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Und Osnabrück konnte ich endlich machen. Osnabrück war jahrelang ein Endgegner von mir, weil irgendwie immer was war. Entweder Schneechaos, Spielabsage, oder es hat wegen privaten Terminen nicht hingehauen. Und das war richtig geil, dass ich mal an der Bremer Brücke sein konnte. Das hat mir auch, war ein Ground, der mir da oben im Norden noch gefehlt hat. Das war wirklich jahrelang ein schwarzer Fleck. Und ansonsten halt Bielefeld, ja, St. Pauli natürlich, liegt direkt bei mir hier in Hamburg vor der Haustür. Also ich habe zum Gästeblock 300 Meter. Nice. HSV natürlich auch. Also das war schon eine ganz gute Saison letztes Jahr. Hast du es dann auch zu Heimspielen geschafft noch, oder waren das nur Auswärtsspiele? Letztes Jahr tatsächlich nicht. Das letzte Heimspiel ist tatsächlich schon eine Weile her. Das muss Meppen gewesen sein in der dritten Liga. Das war im Mai, glaube ich, 2019.
Aber sonst, ja, also so, ich gucke halt schon, dass ich so 2, 3 Heimspiele pro Saison schaffe, aber es wird halt mit der Zeit ein bisschen schwieriger mit Familie und so weiter. Ja, und mit Hamburg ja auch eine gewisse Distanz. Also noch weiter weg ist ja da nur der Boris. Ich habe es da mit München ein bisschen einfacher, wenn ich mal auf ein Heimspiel möchte. Ja, klar. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, also grundsätzlich ist es, glaube ich, machbar. Jetzt, wenn man so voll im Beruf steht, sage ich mal, hat man ja auch, hätte man theoretisch die Möglichkeit auch mal, wenn man es lang genug im Voraus weiß, mit dem ICE runterzudüsen. Das wird sogar funktionieren an einem Tag. Aber es hat sich jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre leider nicht ergeben. Ja, wollen wir mal über unser gemeinsames Leid sprechen, über unser Fanleben im Exil. Ich in München habe es da relativ gut, sage ich mal, oder meiner Meinung nach, hier gibt es relativ viele KSC-Fans, was ich so mitbekommen habe. Durfte ja lange die Spiele im Stadion an der Schleißheimer Straße beim lieben Holle, Grüße an der Stelle, mitschauen. Das war wirklich toll. Da sind die ZSKAler ja immer am Start und das ist eine tolle KSC-Gemeinde da. Sehr viele, mit denen ich da mich über Siege freuen kann oder über Niederlagen aufregen kann und kotzen. Wie sieht's bei euch aus? Wie verfolgt ihr die Spiele? Habt ihr auch irgendwie Leute um euch rum? Gibt's KSC-Fans da, wo ihr wohnt? Ist auf Gibraltar wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder? Ja, also hier ist es jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie alle KSC-Fans in jeder Ecke hast. Klar, ich arbeite aktuell in Gibraltar, wohne auch hier und meine ganzen Kollegen sind alle Deutsche. Jetzt habe ich einen Kollegen aus Heidelberg, einen Kollegen aus Hamburg, einen Kollegen aus Frankfurt. Sind jetzt zwar nicht die großen Fußballfans so wie wir, aber haben dennoch den Bezug zu ihrem Heimatverein und dann gibt es hier und da mal schon ein bisschen ein paar Sprüche. Aber ansonsten jetzt KSC-Fans geboren, so wie ich, nicht. Aber ich habe ein paar Kollegen oder Freunde immerhin dafür gesorgt, dass sie ein bisschen Sympathien für den KSC entwickeln. Ich habe auch mit einem Kumpel hier zusammengeschaut, das Spiel vorhin. Und ja, hat sich auch gefreut, zu sehen, dass der KSC aktuell besser spielt als letztes Jahr. Da habe ich mit ihm noch bei ihm zu Hause bei dem Spiel gegen Fürth, haben wir echt gefiebert ohne Ende. Aber ansonsten bin ich hier, glaube ich, leider alleine. Außer es gibt ein paar Zuhörer hier in der Ecke. Dann meldet euch gerne. Da kann man für sich mal auf ein Bier treffen oder so. Aber aktuell bin ich leider alleine. Ja, bei mir ist das tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben ja hier zum Beispiel in Hamburg, haben wir einen Hamburger KSC-Fanclub, der heißt Nordrudel. Also Frank an die Jungs und Mädels, viele Grüße an euch. Also da habe ich schon bei diversen Auswärtsfahrten, hatten wir da Kontakt und dann bin ich da mitgefahren, zum Beispiel von Münster damals mit dem Wochenendticket mit nach Hause, 2013 war das oder so. Und ansonsten sind hier tatsächlich einige KSC-Fans. Wir gucken auch immer, dass wir die Spiele zusammen gucken. Also jetzt Corona-bedingt ist ein bisschen blöd, aber vorher hat das eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, zusammen gucken, Spiele war der legendärste Abend, wenn wir gerade beim Thema sind heute nach Regensburg. Hier dieses, als wir abgestiegen sind in der Relegation mit dem Heimspiel, das haben wir hier in der Eckkneipe geguckt und also die Wirtin, die hat uns so gut versorgt mit Bier und Schnaps, das werde ich nie vergessen, da konnten wir dann auch nicht mehr laufen. Aber wenn man absteigt, das ist. So lässt sich jedes KSC-Spiel ertragen, Ja, oder? es war super und wenn man absteigt, das ist natürlich auch völlig legitim, dass man da dann ein bisschen über die Grenze geht und vor allem. In der kleinen feinen Gruppe ist halt auch ein Filmregisseur dabei, der Bernd, und der fand die Kneipe so geil, dass er da so eine Reportage draus gemacht, also so eine Milieustudie quasi, also so mit Dauerkneipenbesuchern und die kam dann auch raus, ist echt klasse und leider ist die kurze Ecke, heißt die Doku, ist mittlerweile, die Kneipe existiert leider nimmer. Aber das war echt ein legendärer Abend. Und ansonsten fahre ich halt dann mit den 3, 4, 5 Leuten, die ich hier habe, fahre ich halt auch gerne mal auswärts, ob es jetzt Rostock ist oder nach Kiel. Wir nennen uns auch Reisegruppe Riesling. Geiler Name. Ja, das hat eine Geschichte. Wir wollten eben nach Osnabrück mal und dann ist das Spiel ausgefallen wegen Schneefall und das wollten wir eigentlich mit Wein machen und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen ein Spiel, wo wir es machen können und dann sind wir halt nach Kiel mit Wein gefahren, was von Hamburg Kiel eine Stunde vielleicht ein bisschen ambitioniert war, aber das hat riesen Spaß gemacht letztes Jahr. Dann haben wir uns da Fläschle Wein reingegönnt, Direkt der zu Hinweis, was fünft bei euch oder zu getrunken sechst. wird im Zug, Bier statt Wein. Ja, genau. Und da Andersrum, Wein war statt quasi Bier. eine. Ups. Ja, Ja, Wein ich wollte statt gerade sagen. Bier und da war dann auch eine Reisegruppe von älteren Damen, die fanden uns so super, dass wir Fußballfans sind und Wein trinken und die wollten auch nur an unserem Wein ran, haben sie dann auch ein paar Schlückle abbekommen, wir sind ja nicht so. Ja, aber so Sachen machen wir halt öfter und ich glaube, wir sind ein ganz lustiger Haufen und aus ganz unter und aber meistens halt auch Exilleute, also jetzt keine Hamburger, die es irgendwie
verschlagen hat, nach, also, oder die ihre Liebe für den KSC entdeckt haben. Was für mich natürlich auch Festtage sind immer, wenn meine Freunde von aus dem Süden kommen können, wenn Karlsruhe bei St. Pauli spielt oder beim HSV, wenn man dann hier so 3-4 Leute in der Wohnung hat, das ist einfach klasse und dann halt irgendwie durchs Viertel geht, hier auf St. Pauli ein bisschen was trinkt, hier eine Kneipe, da eine Kneipe und das sind immer Festtage für mich und da freue ich mich auch immer riesig drauf und ich kann es kaum erwarten, dass der Corona-Quatsch vorbei ist, damit man so Aktionen wieder machen kann. Ja, das kenne ich auch ganz gut, weil seit ein paar Jahren kommt die Mannschaft ja auch gerne mal hier runter nach Südspanien, Estepona, Marbella, die Ecke. Von mir quasi 20 Minuten mit dem Auto oder so, 30 Minuten und ist schon klasse, wenn du dann siehst, dass hier in La Linha, das ist dieser spanische Ort, der an der Grenze zu Gibraltar liegt, dass da in dem Stadion manchmal sogar der KSC spielt und dann siehst du den Gibraltarfelsen im Hintergrund in den Bildern und dann hast du noch ein paar, ja, Allesfahrer, ein paar Leute von den Supporters, die man halt kennt und dann trifft man sich da, das ist schon eine klasse Sache. Da kann ich mir nur vorstellen, wie das dann bei dir auch ist, wenn du in Hamburg bist und die Mannschaft oder eben auch viele Fans, die du halt noch aus Karlsruhe kennst, dass die nach oben kommen. Hoffen wir einfach mal, dass bald genug Menschen geimpft sind und wir bald wieder ins Stadion dürfen und diese Corona-Pandemie endlich mal in den Hintergrund wandert und besiegt werden kann. Wir wollen mal ein bisschen das Spiel aufdröseln. 0-0 unentschieden gegen Jan Regensburg. Es war ein sehr kämpferisches Spiel. Ich finde, unter dem Strich geht es unentschieden schon in Ordnung. Der Platz ist halt auch wieder so eine Geschichte, das müssen wir auf jeden Fall thematisieren, weil meiner Meinung nach würde ohne diesen Platz wäre es vielleicht doch 1-0 ausgegangen, wenn man jetzt die Hereingabe betrachtet. In der 59. Minute war es, glaube ich, und der Ball wirklich ganz unglücklich aufhoppelt und so Goller nicht mehr einschieben kann. Er wäre da blitzfrei gewesen. Ja, ich sage, unterm Strich geht es unentschieden in Ordnung. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Ja, ähnlich. Schwierig. Also klar war es, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich habe ja auch in diesem Livestream vorher reingeschaut und da hieß es, Regensburg ist eines der laufstärksten Mannschaften der Liga. Da weiß ich schon sofort, da wird hart gearbeitet dann. Und mit dem Platz noch in der Pressekonferenz hieß es ja auch, das wird ein kämpferisches Spiel, viele Luftkämpfe, Kopfballduelle und so weiter. Also Das wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel und unterm Strich bin ich da auch deiner Meinung. Mit dem 0-0 können wir auf jeden Fall sehr gut leben. Ein Punkt ist ein Punkt, vor allem gegen so eine starke Auswärtsmannschaft wie Regensburg. Ja, dumm war es, wie gesagt, mit dem Platz. Also ich habe wirklich gedacht, dass dieses Tor, oder was heißt Tor, die Hereingabe, dass Goller die verwertet, weil für ihn ist das ja eigentlich nicht mehr ein hartes Ding, das zu machen. Oder auch dieser Fallrückzieher noch von Babacar Gueye am Ende, wo ich dachte, der ist vielleicht noch über die Linie oder so. Aber unterm Strich bin ich absolut deiner Meinung, auch wenn wir am Ende nochmal richtig gut gepusht haben. Wir wollten auf den Sieg gehen und haben auch ja, den 16er gut besetzt, haben viele Standards auch gehabt, logisch. Also war ein sehr zerfetztes, sehr zerfahrenes Spiel, viele Fouls, viele Karten und eine lustige Eckenvariante haben wir auch mitbekommen. Da können wir drüber sprechen noch. Auf jeden Fall, aber ansonsten bin ich da absolut deiner Meinung und einem 0-0 nehme ich gerne. Wie siehst du das, Jörn? Hast du das auch so gesehen? Also ich kann mich euch eigentlich nur anschließen. Also wenn wir gerade schon beim Platz sind, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, wir haben Februar, es ist eine kalte Phase. Wenn man sich jetzt die Plätze hier in der Republik anguckt, die sind echt fast immer eine Katastrophe. Ich habe gestern zufällig dritte Liga geguckt, irgendwie Magdeburg, Dresden, das war auch ein Riesenacker oder... Ich glaube, damit muss man halt so ein Stück weit leben. Hat aber der Eiche, glaube ich, auch in der PK ganz gut angesprochen, dass er sagt, okay, auf dem Platz wird es wahrscheinlich nicht ankommen, weil am Ende, unterm Strich, müssen auch beide Mannschaften damit klarkommen. Ich finde so, trotz aller Zerfahrenheit gab es halt irgendwie Phasen, da hatte Regensburg ein bisschen mehr vom Spiel, so gerade so die letzten 10 Minuten vor der Pause und halt auch vor allem nach der Pause. Da haben wir denen doch arg viel den Ball überlassen, finde ich. Aber nichtsdestotrotz hat man halt auch gesehen, was unsere Stärken so auszeichnet diese Saison und in anderen Spielen fällt daraus ein Tor. Jetzt hat es halt nicht sein sollen. Ich glaube, das 0-0 ist super, aber wenn ich mir jetzt sehe, zum Beispiel die Chance in der 22. Minute, da macht Hoffi den Ball fest und zieht quasi Leute mit sich raus ins Mittelfeld und dann sind die Räume dahinter total offen, wo dann Choi irgendwie geblockt wird beim Abschluss oder auch wenig später
wo Joy und Hoffi quasi durch gutes Pressing an der Eckfahne den Ball gewinnen und dann auch wieder eine Riesenchance bei rausspringt. Also ich würde sagen, so die klareren Chancen hatten wir wahrscheinlich ein Stück weit. Das haben wir 3 oder 4 Stück aufgeschrieben, aber unterm Strich ist es 0-0 absolut in Ordnung. Und ich sag's mal so, man merkt halt jetzt vielleicht so ein bisschen die Rollen, die sich jetzt aufgrund unserer guten letzten Wochen so ergeben haben. Also im Januar hatten wir halt extrem viel zu gewinnen, weil wir starke Gegner hatten und am Anfang Januar wohl jeder gesagt hat, hey, wenn sie da ist, über 8 Punkte holen, wird super. Jetzt haben wir 16 von 18 geholt und jetzt die nächsten 6-7 Spiele sind alles Gegner, die in der zweiten Tabellenhälfte rumhängen und die werden uns auch teilweise den Ball überlassen und sagen, ja, mach mal. So, und das ist, kann halt, also man muss halt auch die Rolle annehmen und wie gesagt, in der zweiten Liga laufen eigentlich keine blinden Mannschaften mehr rum mittlerweile, das muss man halt auch ehrlich sagen. Und Regensburg, brutal, was die liefern. Läuferisch. Immer ein schwerer Gegner zu bespielen, Regensburg. Das haben wir auch im Hinspiel gesehen, da sahen wir sehr schlecht aus. Und heute hat Regensburg auf jeden Fall gezeigt, warum sie in der zweiten Liga spielen, wie sie spielen und warum sie so ein starker, ekliger Gegner sind. Aber im Endeffekt muss man halt auch sagen, 0-0 ist dann auch okay, stimme ich euch beiden vollkommen zu. Übrigens gab es 0-0 schon echt lange nicht mehr. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Und zwar das letzte 0-0 ist schon recht lange her. Und zwar gab es das gegen den VfL Bochum vergangene Saison am 24. Mai 2020. Aus der Saison können wir uns sehen, dann gab es viele 0-0s, aber das ist das Letzte. Und jetzt nach dem Spiel, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, 33 Punkte, noch 7 Punkte bis zur magischen 40 und dann sieht es eigentlich relativ okay aus. Absolut, absolut. Also ich bleib dabei, 40 Punkte knacken und dann Spaß haben. Ich glaube, das ist so die beste Einstellung, die wir aktuell haben können. Ich glaube, Marvin Warnitzek hat das so ähnlich gesagt. Sie wissen, wo sie herkommen. Sie wissen, was gefordert ist, was das Ziel ist. Und danach ist, oder alles, was danach kommt, ist ein Bonus. Und bin absolut zufrieden. Ja, definitiv. Und ich meine, man merkt es ja auch so ein bisschen in den letzten Wochen, was ein riesen Vorteil ist in einer Situation, wie wir sie jetzt haben. Klar, 40 Punkte sind sehr wichtig. Ich gehe trotzdem davon aus, Stand jetzt, dass wir den Klassenerhalt schaffen, aufgrund einfach des Abstandes nach unten schon. Da müsste schon rechnerisch sehr viel passieren, wenn es nicht hinhaut, also Punkte hochgerechnet. Aber auf was ich eigentlich raus will, der Olli Kreuzer kann jetzt quasi schon relativ bequem den Kader planen für die nächste Saison. Und das ist halt Gold wert, weil wenn es jetzt in den April geht und du hast immer noch Abstiegssorgen, dann denken vielleicht Spieler 2-3 Mal nach. Es kommt Unruhe in den Kader und das ist halt echt super, dass man jetzt sagen kann, also dass sich Marius Gersbeck das wahrscheinlich angeguckt hat und gesagt hat, ja, es passt, sportlichen Perspektiven auch, wir mischen irgendwie im Mittelfeld mit, da verlängere ich mal. Also solche Sachen können halt auch ganz anders laufen, wenn du Abstiegssorgen hast. Ja, voll. Ja. Ich gehe da total mit und würde mich ja auch aus dem Fenster lehnen, dass der Klassenerhalt auf jeden Fall ein Ziel ist, was wir sehr gut erreichen können. Gerade wenn man jetzt nochmal den Abstand nach unten anschaut. Sandhausen auf Platz 16, 15 Punkte Rückstand auf uns. Wir sind da mit 33, Sandhausen mit 18. Das ist doch schon ein stabiles Polster, das schon sehr schwer ist, um nochmal aus der Hand zu geben. Absolut. Und Sandhausen ist auch unser nächster Gegner nächste Woche. Und da kann man den Abstand nochmal ein bisschen vergrößern und dann hoffentlich mit 36 Punkten lässt sich dann besser schlafen an dem Wochenende. Yeah. Beziehungsweise wir schlafen sowieso schon gut, aber ihr wisst, was ich meine. So, ne? Aktuell schlafe ich wie ein deutlich Baby. Deutlich besser als vergangene Saison. So viel besser, ja, auf jeden Fall. Aber klar, ich bin da auch eurer Meinung. Also Klassenerhalt ist so gut wie safe, würde ich jetzt mich arg aus dem Fenster lehnen. Aber ich meine, man sieht es ja auch, wie wir spielen und dass wir, wie gesagt, mehr nach oben uns orientieren als nach unten, was die Punkte und was die Spiele angeht. Von dem her mache ich mir wenige Sorgen. Ja, picken wir uns nochmal einzelne Szenen aus dem Spiel raus, um das Thema abzuhaken. Jörg Dahlmann ist ja bei Sky Ski ausgeflippt, als er unsere sensationelle neue Eckenvariante ab der 15. Spielminute gesehen hat. Jörg, du schnaufst schon. Hey, zum Jörg, Jörn, ne? Das muss ich jetzt nicht schneiden. Aber zum Jörg Dahlmann hätte ich dann auch mal noch ein paar Worte. Hau raus. Aber gut, fangen wir doch mit der Ecke an. Erst die Ecke, dann Jörg, noch über Jörg. Ja, es sind die
Ja, es ist halt ein Onside-Kick, ist ja heute Abend Super Bowl und wahrscheinlich wollten sie da schon so ein bisschen Werbung machen für Buccaneers gegen Kansas City Chiefs. Ja, ist beachtlich, wobei in meinem Kumpel-Chat, also sind auch Leute vom Süden, mit denen ich so einen Chat habe, mit denen ich mich da während den Spielen immer austausche, die brudeln übrigens auch immer, hey, wir müssen Punkte, die Keller-Kinder, Punkte, 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 na, egal, wenn man auf Tabelle guckt, ist der Abstand schon relativ groß, aber ein Kumpel von mir hat da in die Gruppe geschrieben, eigentlich hätte die Ecke nur Sinn gemacht, wenn sie von der anderen Seite einlaufen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde die Eckenvariante kurios, aber auch irgendwie cool, weil es natürlich den Strafraum so ein bisschen dynamisiert. Du meinst, dass sie quasi auf den reinkommenden Ball zulaufen sollten und nicht mit der Flugkurve mitgehen? Ja. Ja. Ich glaube, die haben versucht, damit auch die Gegenspieler zu verwirren, weil du hast ja gesehen, die haben geguckt und denken sich, what the fuck, was machen die da bitte? Ich habe auch selber zweimal hinschauen müssen. Ich glaube, die erste Variante ging in die Hose, die zweite war relativ gefährlich. Aber andersrum. Ich meine, ja, oder andersrum, genau. Aber wie gesagt, man kann es ja machen. Ich meine, wieso nicht? Also klar, ich meine, ich weiß, dass, ich glaube, Zlatan jedes Wochenende sich was Neues einfallen lässt. Da kann man das auf jeden Fall mal bringen. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass jetzt Super Bowl ist, dass sie das mit einem Onside-Kick machen. Da hat man auch den Tweet vom KSC gesehen. Aber ich finde, ich musste echt lachen. Also ich habe mir in meinem Leben nie vorstellen können, dass wir eines Tages irgendwie sowas Kurioses mal machen. Macht uns auf jeden Fall unberechenbarer unterm Strich. Ich glaube, beim zweiten Mal hat der Schiri nur deswegen abgepfiffen, da hat er so getan, als wäre VAR, sondern er wollte sich einfach nicht mit angucken und hat es abgepfiffen und dann hat er sich so verwirrt, dass es nicht mehr hinkommen hat. Keine Ahnung, was da los war, aber wenn ich jetzt mal kurz auf der, ich muss brodeln, wenn ich jetzt auf der... Ja, du wirst jetzt ja unserem Namen des Podcasts wieder total gerecht, ist doch super. Ich weiß, Moderatoren, ich glaube, wir können uns stundenlang drüber unterhalten, aber heute war es halt auch wieder so, heute hat er mich aufgeregt, der Dahlmann, weil er uns quasi so zum Aufstiegskandidaten Nummer 1 gemacht hat, so ein Stück weit das ganze Spiel, so, oh, der KSC kommt nicht durch, die Regensburger verdienen sich das, die tapfere Regensburger, und dann lässt er halt so Sachen vom Stapel wie, wahrscheinlich hat sich's Christian Eichner nicht so vorgestellt, dass es so schwer werden würde, 3 Punkte zu sammeln gegen Regensburg. Und die, ich denke, die PK nicht gesehen. Hast du die PK angeguckt? Da sagt er genau das, dass sie sich immer reinwerfen. Und dann macht er das auch immer so schön. Dann hat er das auch immer mit diesem schönen Bild gemacht. Die sind erst besiegt, wenn sie vom Wildparkstadion wegfahren. So. Genau. Und naja, das fand ich schon so ein bisschen... Ja, aber gut. Aber über Kommentatoren könnte man, glaube ich, stundenlang... Ich höre mir lieber Jörn da. Jetzt krieg's halt, glaube ich, nicht mehr auf die Kette mit Jörg und Jörn. Das ist echt schlimm. Ja, zieh durch, das ist nicht schlimm. Ich zieh's durch einfach. Damit muss ich, aber ich mach mein ganzes Leben also, eben. Jörg Dahlmann, über den kann man ja sagen, was man will, aber der ist halt schon irgendwo auch ein Entertainer, ja. Der ist halt einfach eine Koryphäe auf dem Gebiet und ich höre mir den auch 100-mal lieber an als ein Uli Potowski oder so. Ich meine, wir können wahrscheinlich eine ganze Folge über Kommentatoren machen, aber der ist halt schon witzig irgendwo auch. Ja, außer er labert komischen Quatsch über Sofia Tomalla und ja, so. Ja, das ist natürlich ein Hardcore-Eigentor gewesen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich finde das ja immer klasse, wenn die FUMS das immer zusammenfasst. Dann gibt es immer am Ende so ein Bingo oder was, das machen mit Wolf Fuß, mit Frank Buschmann, mit Jörg Dahlmann. Ich finde das so geil. Da muss ich immer drüber lachen. Also ich habe es jetzt auch oft gehabt. Ich meine, Dahlmann hat jetzt wie oft den KSC diese Saison kommentiert, wo da immer wieder mal irgendwas vom Stapel gelassen hat, wie du es gerade erklärt hast, aber... Ja, man, also ich nehme das mit so einem zwinkernden oder lächelnden Auge so. Also ich finde das irgendwie lustig. Ja, das und, wie du schon gesagt hast, Niklas, voll entertaining. Ja, ne? Irgendwo ist er ein Entertainer für mich. Also man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen, was er sagt. Ja, ein bisschen mit der Mannschaft der Beschäftiger, aber gut, das ist ja ein generelles Thema. Naja. Ich finde es halt auch immer wieder cool. Es wird ja sehr oft dann irgendwie mit ihm auch wieder der Bezug zu Valencia hergestellt, dass er das damals kommentiert hat, war ja bei Sky dann auch so im Vorfeld. Gab es einen kleinen Einspieler, wo er darüber gesprochen hat und wieder mit seinem "Oh, ich liebe Leute, die Heber machen! Rainer Schütterle! Ja!" Also, das war ja heute auch wieder das Thema. Da hat er ja auch wieder was über Heber erzählt und "Ich liebe Leute, die Heber machen." Naja, er ist halt irgendwo ein Entertainer, finde ich. Ja, stimmt. Herrlich, herrlich. Ja. Na gut, haken wir mal das Spiel ab. Also wir sind uns einig, 0-0, das schadet uns nicht. Das bringt uns eher weiter, einen Punkt mehr zur 40-Punkte-Marke. Noch 7 Stück sind's und im nächsten Spiel gegen Sandhausen können wir es gleich besser machen. Hoffen wir mal, dass Sandhausen ein bisschen ein stabileres Geläuf hat, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Fußball spielen kann. Ich hätte ja heute auch gerne wieder Xavier Amici gesehen, aber dem kommt so ein Kartoffelacker halt nicht gerade entgegen. Das ist ja eher so ein feiner Edelkicker, oder? Boris, du hast dich ja ein bisschen mit dem beschäftigt im Vorfeld.
Ja, also ich habe auch gehofft, dass wir ihn heute sehen, weil er sagte, er will spielen und ich glaube, der sollte auch mal spielen. Allerdings habe ich irgendwo auch gelesen, war das nicht die BNN oder Kicker, ich kann mich jetzt nicht gerade erinnern, aber es hieß wohl, dass man mit Amaechi erst Mitte Februar plant, dass er erst da ein volles Mitglied von der Mannschaft wird, also auch spieltechnisch. Und bin gespannt, ob er vielleicht gegen Sandhausen zu ein paar Minuten kommt, weil logisch, er kam erst neu dazu, hat eine lange Zeit nicht gespielt, war beim HSV oft auf der Bank gesessen oder zweite Mannschaft gespielt. Und ich glaube, da braucht er ein bisschen Zeit, die Mannschaft zu verstehen, kennenzulernen, die Systeme von Aichner zu verstehen. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass er zu ein paar Spielminuten kommt und dass er uns mit seinen, mit seinem Antritt und seinen Fähigkeiten an den Ball bereichern wird. Wie siehst du den Neuzugang? Ist er quasi noch ein Neuzugang, Jörn? Well, Amaechi, ich kann es schwer beurteilen. Ich bin ja hier in Hamburg. Beim HSV haben die den schon, da hat er sehr, sehr große Vorschusslaubern, sage ich mal. Boris hat es auch thematisiert, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, dass er englische Talente immer ganz gut einschlagen in Deutschland. Beim HSV hat er es schwer jetzt zuletzt und der Wechsel war durchaus sinnvoll. Ich bin mal gespannt halt, wie lange es dauert oder ob halt die Phase nicht ein bisschen zu kurz ist, wo er jetzt ausgeliehen ist, um sich voll zu integrieren in der Mannschaft. Also er muss ja wohl ans Mannschaftstraining rangeführt werden. Ich denke, das war damit gemeint mit Mitte Februar. Ja, und ich bin gespannt. Er ist auf jeden Fall ein talentierter Kicker und wenn wir den Klassenerhalt vorzeitig schaffen oder wenn das eingetütet ist, kann man auch solchen Leuten Spielpraxis geben, um zu gucken, ob irgendwie mehr machbar wäre mit ihm. Also auf ihn bin ich auf jeden Fall gespannt, aber auch beim HSV hat er leider nicht so oft die Chance bekommen, sich ins Schaufenster zu stellen. Ich glaube, das wird aber auch sein Ziel sein, weil ich meine, steigt der HSV auf, habe ich nicht das Gefühl, dass Amaechi eine Chance auf einen Platz in dem Kader hat. Mhm. Und jetzt hat er ein halbes Jahr Zeit, sich zu zeigen, ob ein anderer Verein ihn dann holt oder ob wir ihn behalten. Also ich glaube, ja, also anstrengen muss er sich auf jeden Fall, wenn er denn die Minuten bekommt. Und ich denke, wenn er im Training gute Leistung bringt, wird er bestimmt auf seinen Einsatz kommen. Ich denke mal, das war ähnlich mit Alexander Greuß, der hat jetzt öfter mal wieder gespielt. Wir haben logischerweise Fröde auf derselbigen Position. Aber die letzten Spiele hat dann doch Greuß den Vorzug bekommen. Oder wie seht ihr das? Ja, also es kann ja im Endeffekt nur an der Trainingsleistung. Ich gehe auf die Trainingsleistung an, genau. Also klar, im Vorfeld vom Spiel haben wir in den Medien gesehen, oh, warum spielt der Greuß? Wir haben Fröde, der verlängert den Vertrag und plötzlich spielt er nicht mehr. Ja, es kann gut sein, dass es was zu tun hat mit der Trainingsleistung. Es kann sein, dass Greuß sich vielleicht verbessert hat. Er hatte ja eine Zeit lang gar nicht gespielt und musste sich erst wieder einen Platz im Kader erkämpfen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es was zu tun hat, dass Fröde irgendwie schlechter spielt oder so, sondern vielleicht wird es einfach nur eine Belohnung sein für Greuß für eben sein gutes Training. Und Aichner betont es ja jedes Mal, dass jeder Spieler im Kader eine Berechtigung hat zu spielen. Ja, absolut. Also es muss an der Trainingsleistung liegen oder Fröde ist vielleicht noch angeschlagen, das weiß man jetzt nicht so genau, aber ich finde es gut, dass Aichner auch zu seinem Wort dann auch steht und sagt, klar, jeder hat die Chance zu spielen, wenn er sich zeigt im Training und das spricht ja nur dafür, den Konkurrenzkampf auch aufrechtzuerhalten in der Mannschaft und die Leute zu pushen, die halt erstmal vermeintlich in der zweiten Reihe stehen. Also ich finde es eigentlich per se nicht schlecht, dass er sein Wort auch hält. Absolut. Ja, oder sehr fair auch für alle. Oder er hat halt, hängt ja auch immer so ein bisschen vom Gegner ab. Vielleicht hat er Greuß mit seinen Stärken so ein bisschen idealer gesehen als jetzt der Fröde gegen Regensburg. Sowas kommt ja auch immer vor. Ich glaube, wenn er das gut kommuniziert an die Jungs, dann spricht er auch nichts dagegen, mal so eine Entscheidung zu treffen. Wobei ich unterm Strich heute sagen würde, war der Auftritt eher unauffällig von Greuß, um es mal so zu sagen. Ja. Unauffällig fand ich persönlich auch den Auftritt von Neuzugang Kevin Wimmer. Wir haben euch ja im Vorfeld der Sendung gebeten, Fanfragen zu schicken, um die Neuzugänge jetzt mal abzurunden. Haben wir eine Fanfrage bekommen von Leonard aus Heidelberg, die sich eben genau auf Kevin Wimmer bezieht. Und die würden wir uns jetzt mal gemeinsam anhören und darüber sprechen. Servus Boris und Niklas. Erstmal muss ich euch auf offiziellem Wege jetzt nochmal ein Riesenlob für euren Podcast aussprechen. Richtig geile Sache. Und es macht immer Riesenspaß, euch zuzuhören. Weiter so. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Die erste bezieht sich auf Kevin Wimmer. Meiner Meinung nach bringt er nämlich wenige Qualitäten mit, von denen die Heise aktuell auszeichnen. Sprich Tempo,
Standardstärke. Ich glaube, Heise ist ja einer der besten Vorlagengeber der Liga. Und die Tiefenläufe. Was haltet ihr denn von dem Wechsel? Und denkt ihr, er könnte ein guter Ersatz sein? Er wurde ja für links hinten geholt. Die zweite Frage bezieht sich auf Marvin Poirier. Den haben einige vielleicht schon wieder vergessen. Habt ihr da irgendwelche News, wie es mit dem weitergeht nach der Saison? Würde mich mal interessieren. Grüße aus dem Exil aus Heidelberg. Also noch einen weiteren Exiler, KSC-Exil-Fan. Vielen Dank, Leonard, für deine Frage. Und wir gehen mal auf jeden Fall zunächst auf die erste ein, Kevin Wimmer. Er hat ja bei seiner Vorstellung im Interview bei Wildpark TV gesagt, wo er seine Stärken sieht. Und da hat er gemeint, er ist ruhig am Ball, er kann gut mit dem Ball umgehen, ist ein ruhiger Spieler, kann gut kommunizieren mit dem Spieler und möchte so der Mannschaft helfen. Wie habt ihr das heute gesehen und wie beurteilt ihn Ja, also unauffällig trifft es gut von dem Spiel, aber man muss auch sagen, unauffällig im Sinne von, er hat jetzt auch keine gravierenden Fehler gemacht, ne? Dann wäre es ja wieder auffällig, also da sehe ich immer beide Seiten. Ich finde es beeindruckend, dass er 90 Minuten gespielt hat, vor allem, weil er jetzt bei Stoke nicht so häufig zum Einsatz kam. Und er vor allem noch gar nicht so lange Teil der Mannschaft ist. Genau, er war erst ein paar Tage mit der Mannschaft da, ich glaube, er ist erst am Sonntag oder Montag zur Mannschaft gestoßen. Und hatte nur ein paar, wie gesagt, eine Woche Training und dann schon gleich volle Karacho, 90 Minuten in einem zweiten Bundesligaspiel. Klar hat er eine gute Vita vorzuweisen, hat schon auch gute Spiele bestritten in hohen Ligen. Habe jetzt sogar neulich gelesen, dass er einige Millionen verdient, was jetzt aber laut Marvin Warnicek kein Thema in der Mannschaft ist. Bin, wie gesagt, gespannt, wie er sich entwickelt, wie er in das ganze System reinpasst. Klar ist kein Spieler 1:1 ersetzbar. Also jetzt Heise mit Wimmer zu vergleichen, ist schwierig. Ich glaube, die haben beide verschiedene Qualitäten. Und soweit ich weiß, ist auch Wimmer eher so der Innenverteidiger, ist aber wohl auf den Außenverteidigerpositionen flexibel einsetzbar. Von dem her, ich weiß nicht, was Leonard genau meint mit wenige Qualitäten. Weil wenn ein Spieler bei Tottenham Hotspurs, bei Stoke, beim FC Köln oder sonst wo spielt, zeigt es ja schon irgendwo von Qualität. Ich habe jetzt aber im Vorfeld mal ein bisschen rumgelesen bei den Stoke-Fans. Als es dann hieß, dass er zum KSC wechselt, haben die sich alle mega gefreut, dass er weg ist. Ihm wird auch irgendwie der Abstieg von Stoke in die Championship wohl, oder beziehungsweise man beschuldigt ihn dafür, dass sie abgestiegen sind, was ich nicht ganz verstehen kann, wenn er nicht so oft gespielt hat. Und er hat es ja auch, glaube ich, mal erzählt, also der Kevin, dass nach dem Trainerwechsel bei Stoke er zu wenigen Einsätzen kam und unbedingt weg wollte, war auch schon hier und da mal woanders ausgeliehen. Aber ich würde erstmal warten, weil vielleicht will er wieder mehr spielen und will sich beweisen und will ja unbedingt wieder zurück nach Deutschland, was er jetzt mit dem KSC geschafft hat. Zum Glück zahlt Stoke weiterhin sein Gehalt. Wie es dann nach der Saison aussieht, weiß ich nicht. Also, aber long story short, heute unauffällig, aber jetzt auch nicht negativ auffällig. Ich glaube, was er halt auf jeden Fall mitbringt, das ist auch wichtig bei so Platzverhältnissen und bei so einem Gegner. Also er hat die Physis, glaube ich, dagegen zu halten. Das hat er ganz gut gemacht, also unauffällig, aber hinten hat er es ganz gut gemacht. Vielleicht, weil Jannis ist vielleicht so ein bisschen spielerisch besser. Rabold, der in Bochum seinen Mann gestanden hat, das fand ich auch echt eine gute Leistung. Mhm. Und ich glaube, Eiche hat sich aber dafür die Erfahrung einfach entschieden. Tatsächlich hat er ja vorne, also nach vorne ist er immer ausbaufähig bei Wimmer. Nach vorne hat er ja dann auch tatsächlich ein Tor auf dem Fuß schon da, mit der aus halblinker Position den Abschluss. Den hat er halt nicht richtig getroffen. Der 58. ja. Ja, mhm. Und ich denke halt auch, was so ein bisschen dazukommt bei der ganzen Entscheidung ist, da merkt man halt so ein bisschen die Achillesferse der Transferpolitik von Oliver Kreuzer. Der hat ausgewählte Transfers getätigt, die haben alle eingeschlagen, aber wir kriegen halt direkt so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn jemand verletzt ist, das sieht man jetzt. Mhm. Und ich glaube, er hat halt für alle eine recht gute Lösung gefunden, erfahrenen Abwehrspieler, mit dem kann man die Saison gut zu Ende bringen, der kostet nicht viel, das war glaube ich auch wichtig. Und ich denke, in der aktuellen Situation, angesichts der Tabelle, macht man mit dem Kevin Wimmer nicht falsch. Also ich glaube, da kann man nur gewinnen. Also wenn es nicht funktioniert, dann ist er halt nach einem halben Jahr weg, hat nichts gekostet und gut ist. Also, aber ja. Ich glaube, einen soliden Job wird er immer abliefern.
Ja, und ein krasser Name auch, ja. Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, ja, woher der Kontakt kam. Und Fun Fact, Eiche und Würmer haben zusammengekickt beim FC Köln. Das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm. Da kam mal der Kontakt her. Und wenn du so einen namhaften Spieler für so gute Konditionen kriegen kannst, why not? Also ich sehe das auch einfach nur als reinen Gewinn. Klar, auch wenn er jetzt nicht einer ist, der genau der wie Heise die linke Bahn da beackert und rauf und runter spult und den größten Offensivdrang überhaupt hat. Aber Stabilität bringt er schon, meiner Meinung nach. Und das ist ja auch genau das, was man erstmal braucht hinten drin. Ja, ist wie so ein Netflix-Test-Account, ne? Zahlst nichts, kannst gucken, ob es dir gefällt. Und wenn nicht, dann tschüss. So einfach ist das. Aber ich finde, es ist absolut eine Win-Win-Situation. Mit Wimmer haben wir, wie gesagt, einen sehr erfahrenen, sehr körperlich robusten Abwehrspieler dazu gewonnen. Und ich denke, wir wollen ja auch irgendwo hinten die Null halten. Und wir haben oft jetzt immer ein Tor mehr als der Gegner erzielt, was ja dem Niklas sehr gut in die Karten spielt, weil er jedes Mal sagt, ne, sobald wir 5-4 oder 6-5 gewinnen, scheißegal. Aber hinten möchte man ja auch irgendwo ein bisschen sauber bleiben. Und ich denke, mit Wimmer hat man auf jeden Fall einen guten Fang gemacht. Wie gut der Fang jetzt letztendlich sein wird, werden wir die nächsten Spiele sehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben sie da nochmal einen sehr guten Last-Minute-Deal erwischt. Ja, runden wir mal das Spiel ab. Auf die zweite Frage von Leonard müssen wir aber natürlich auch noch kurz eingehen. Und zwar die Frage zu Marvin Poirier. Ich kann dazu wenig sagen. Ich habe nur gesehen, ab und zu, er trifft ab und zu mal für Lautern, spielt da wohl auch Stamm. Für die läuft es ja gerade nicht so gut, wobei sie jetzt gerade einen wichtigen Derby-Sieg gegen Waldhof Mannheim eingefahren haben, um da unten so ein bisschen Luft zu kriegen. Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Ja, also ich würde sagen, dass grundsätzlich wahrscheinlich die Zeichen auf Trennung stehen werden im Sommer. Ich glaube, der wurde halt auch verliehen, weil er sich nicht so in unser Kadergebilde eingefügt hat, wie sich das Trainerteam das wohl gewünscht hat. Also, und er liefert jetzt einigermaßen ab, hat jetzt 7 Tore geschossen dieses Jahr in Lautern. Ich habe gerade geguckt. Und ich glaube halt auch, dass die dritte Liga für ihn, glaube ich, so das Gehege ist, in dem er sich am wohlsten fühlt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn Kaiserslautern quasi die Klasse hält, dass er dann da vielleicht bleibt. Also das wäre so meine Meinung zu Marvin Poirier. Verdienter Spieler auch des KSC, aber ich glaube, in der Konstellation macht es, glaube ich, nicht so richtig Sinn, auch nach dieser Unruhe jetzt zwischen den Saisons. Weiß denn gerade einer von euch, bis wann er bei uns noch Vertrag hat? Nee, aber ich glaube schon 22, 23 sowas? Ich glaube schon, auf jeden Fall über die Saison hinaus. Wäre natürlich gut, wenn er wechselt, weil wir im Sturm ja einfach auch gar keinen Bedarf haben an sich, würde ich jetzt mal sagen. Es sei denn, Hofmann wechselt, aber dann ist ja noch mal eine andere Frage, ob Poirier der Richtige für uns ist in der zweiten Liga. Ich meine, Lautern hat ja auch ein paar finanzielle Probleme. Ich weiß nicht, inwiefern man sich dann Poirier leisten kann, außer Poirier sagt, ja, dann nehme ich halt ein bisschen weniger Geld. Weil es gab ja auch diese Situation, wo es darum geht, wie viel er denn verdient oder so. Aber ich habe mich jetzt leider auch nicht zu sehr um die Personalie Poirier oder mit beschäftigt oder irgendwas gelesen, wie es gerade aussieht. Ich weiß nur genau das, was ihr auch gerade gesagt habt, dass er ein paar Tore macht bei Lautern und so. Ich bin auch der Meinung, dass er in der dritten Liga eine gute Figur hat oder gute Figur macht, aber in der zweiten Liga beziehungsweise bei uns, meine Meinung, sehe ich ihn aktuell nicht. Und er wird halt, oh, meine Tochter. Das ist halb so wild. Und man hört ihn er wird halt auch schon, also er ist halt auch schon 30 in Anführungszeichen. Ja. Ja, runden wir das Spiel ab. Einen Mann möchte ich noch erwähnen zum Hoffenheim-Spiel, und zwar Benny Goller. Das ist für mich aktuell der Spieler, der bei uns wirklich die beste Entwicklung genommen hat, finde ich. Und das größte Potenzial hat, seitdem es bei Dominik Kota aus dem Grund X nicht mehr so läuft. Bei ihm scheint es mir von außen betrachtet eher reine Kopfsache zu sein, dass der kicken kann. Wissen wir, das hat er schon gezeigt. Aber sensationelles Spiel von Benny Goller heute, oder? Was der abgerackert hat, was der runtergelaufen ist, fand ich richtig gut. Ja, mega. Schmeißt sich in alles rein, nimmt alles auf sich, was er kann. Und bei seiner Auswechslung hat man es ja gesehen, der war nicht zufrieden, dass er dann raus musste. Der war irgendwie sehr angepisst, dass er nicht fertig spielen konnte. Aber grundsätzlich, was Goller aktuell auf den Platz bringt, ist eine Bereicherung für uns. Und ich hoffe, ich wünsche es mir, dass wir ihn behalten können am Ende der Saison. Wie siehst du das, Jörn? Hat er dich auch so überzeugt heute?
Ja, super. Also ist auf jeden Fall Spieler des Spiels. Der ist unfassbar schnell. Also ist ein richtig, also richtig guter Fang von Olli Kreuzer gewesen. Der ist richtig schnell und ich will da, man müsste, ich bin da jetzt nicht so statistiksicher, aber man müsste auch mal gucken, wie viele gelbe Karten der schon gezogen hat. Der holt halt auch die gelb-rote gegen Gimba raus. Ja. Weil der einfach nicht zu halten ist. Und ich finde, das ist ja genau das, was der Eiche halt auch gesagt hat, dass auch der lange Ball auf Hoffmann kann auch schöner Fußball sein. Ich finde, das machen wir so gut diese Saison mit auch den schnellen Außen. Und da würde ich auch Goller hervorheben, dass er einfach Leute aus sich zieht, der Hoffi. Und Goller kann dann mit der Geschwindigkeit in die Tiefe gehen. Das ist sensationell. Und der geht halt auch immer 100% jedes Spiel. Ich hätte ihn aber, glaube ich, heute auch rausgenommen, weil er am Ende doch relativ platt wirkte, der Arme. Mhm. Und er steht und er hat ein gutes Raumgefühl. Also es ist unfassbar, wie der, wie der sich an Chancen kommt und so. Und da erinnert er mich so ein Stück weit an ja, das ist ja jetzt dafür den Vergleich. Aber so ein bisschen so, von der Statur her erinnert er mich so ein bisschen an Thomas Müller grundsätzlich, in Anführungszeichen. Also kein Vergleich mit dem natürlich, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Also du meinst einfach so ein dünner, wendiger, schneller Spieler? Ja, ein gutes Raumgefühl. Ja. Also er steht halt dann auch da, also er hat auch ein Gefühl für die Spielsituation, sage ich mal, und weiß, wo er stehen muss, damit so eine Situation zustande kommt. Und ich glaube, es ist dann halt auch kein Zufall, dass er zum Beispiel diese zwei Dinger gegen Fürth erzwingt. Weißt du, wisst ihr? Also ja. der nervt halt auch Abwehr. Also das ist auch gegen den Ball, ist der auch gut. Der ist einfach unangenehm. Ja. Und ich finde, man hat ihn auch gut geformt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern am Anfang der Saison in irgendeinem Interview mit Aichner, wo er sagte, mit Goller ist es aktuell so, dass wir ihn so trainieren, dass er seine Entscheidungswege oder seine Entscheidungen besser trifft. Und ich glaube, das sieht man, wie er sich entwickelt, aktuell die richtigen Entscheidungen trifft, das richtige Auge hat für die Räume. Und das hast du gut angesprochen, Jörn. Ich habe das Gefühl, dass ich glaube, von allen Spielern, von allen Jugendspielern, die wir aktuell haben, ist bei Goller so die beste Entwicklung zu erkennen. Schade, dass er nur ausgeliehen ist und ich glaube, Eiche wird ihm, glaube ich, echt eingetrichtert haben, Junge, sei zielstrebig. Ja. Weil wenn du den Ball vorbeikickst am Gegner, hat er eigentlich nur die Chance, dich umzulegen. So. Genau. Und also super. Aber es ist halt allgemein das System. Ich glaube, das System Eichner, das er quasi sich für die Mannschaft ausgesucht hat, macht jeden Spieler grundsätzlich besser, aber bei Goller ist es extrem auffällig. Der ist halt auch für mich neben Tide auf jeden Fall der Gewinner der letzten Wochen, ja, definitiv. Extrem. Ich kann nur hoffen, dass wir nach der Saison eine Lösung finden, um Goller zu behalten. Ich weiß nicht, ob der Step zu Werder Bremen in die erste Liga dann schon einen Schritt zu weit wäre. Ich würde sagen, es würde ihm am besten tun, in Karlsruhe weiter zum Stammspieler zu avancieren, was er jetzt gerade schon ist, und weiter Erfahrung zu sammeln. Ich fände es natürlich mega, wenn Olli Kreuzer da mit den Verantwortlichen in Bremen eine Lösung finden würde. Die Frage ist, haben wir eine Kaufoption für ihn oder war das nur eine Leihe? Das wäre jetzt, was mich interessiert, weil ich weiß, ein paar Mal gibt es diese Kaufoptionen, die dann auch kommuniziert wird in den Medien, und dann gibt es manchmal Leihen, wo das überhaupt nicht erwähnt wird. Das wäre nämlich schon stark, wenn wir da eine Kaufoption haben und wenn wir beispielsweise in der Liga bleiben, die Prämien sich da auch ein wenig erhöhen im Vergleich zur dritten Liga, dann kann man schon sagen, dann sollten wir mal in einen Spieler wie Benjamin Goller schon investieren. Ja. Wir haben jetzt mit Kota verlängert und wenn man nochmal einen Goller dazu bringt, dann haben wir zwei junge Spieler, die auf den Flügeln sehr gut einsetzbar sind und auch eine gute Entwicklung vorweisen. Also selbst wenn wir eine Kaufoption haben, wird das aber nicht günstig, weil seine Entwicklung geht ja deutlich nach oben und ich denke, dass sich somit auch sein Marktwert nach oben entwickeln wird. Da muss man dann, glaube ich, einfach schauen, was ist nach der Saison, wenn man Corona vor allem halt auch überlebt hat, möglich an Transfers. Wird wahrscheinlich nur gehen, wenn Philipp Hoffmann dann doch noch für 3 Millionen wechselt, oder wie seht ihr das? Ja, stimmt. Wobei ich sagen würde, also zum Beispiel Philipp Hoffmann würde ich unter Umständen sogar ziehen lassen für das Geld, um es mal so zu sagen. Ja, genau, das wollte ich damit ansprechen. Wieder weitere, ja. Mhm. Also er ist natürlich lange unsere Lebensversicherung gewesen, er ist nach wie vor ein unfassbar wichtiger Spieler für uns, aber mit dem Hintergrund, dass eben auf einmal ein Robin Bormo zum Goalgetter wird oder man einfach merkt, dass viel mehr Tore aus der Mannschaft herausfallen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass dadurch Philipp Hofmann an Wert verliert, er ist natürlich nach wie vor ein wichtiger Spieler, aber irgendwann, das hat ja auch Olli Kreuzer angedeutet, muss man sich halt auch einfach überlegen, okay, ist es einfach jetzt wirtschaftlich so sinnvoll, ihn dann doch ziehen zu lassen, wenn das richtige Angebot
Angebot kommt und man mit dem Geld halt eben halt auch wieder oder den Erlös durch den Transfer clever reinvestieren kann. Ja, wobei Hoffmann seine Spielweise sich ein wenig verändert hat. Das hat Jörn auch angesprochen, er macht die Bälle fest. Mhm. Ist jetzt nicht mehr dieser Target-Man, den man jetzt in der Premier League oft sieht oder so, dass ein langer Ball auf ihn kommt und dann reinköpft, sondern man sieht es oft, dass er den Ball festmacht und dann die Spieler auf sich zieht, dann machen sich Räume auf, wo dann unsere Flügelspieler reingehen und zack, kommt der Ball durch. Also ich finde die Art und Weise, wie gespielt wird, ja auch nicht jetzt so schlecht. Und ich denke, das ist auch dieses neue System, das die sich ausgedacht haben. Und Hoffmann ist groß, er ist sehr stark. Also der macht das sehr, sehr gut, auch wenn er jetzt aktuell nicht mehr so häufig die Tore macht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, gegen Fürth war das letzte Mal, wo er getroffen hat. Aber generell, sein Einsatz ist auf jeden Fall da für die Mannschaft. Das sehe ich oder das ist mein Gefühl. Aber das System ist halt anders. Also, ne, er macht, wie gesagt, die Bälle definitiv fest. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie leicht er dann ersetzbar wäre. Ja, oder Eiche ist halt so als Trainer so gut, dass er quasi, also was ich ihm durchaus zutraue, weil ich bin sehr überzeugt von Christian Eichner als Trainer, dass er quasi so, je nachdem, was er für einen Stürmertyp dann vorne hat, dass man da das System so ein bisschen auf den neuen Stürmertyp quasi so zuschneidet, sage ich mal. Aber die Systemveränderung finde ich auch extrem auffällig. Ja, diese Variabilität vor allem. Letzte Saison war es ja wirklich so stumpf gesehen. Ey, Vanicek haut einen Ball vorne rein, entweder per Freistoß oder Eckball. Und der Hoffmann ist halt da und sichert uns mindestens, keine Ahnung, 7, 8 Punkte oder so. Und so ist es ja nimmer. Also der, wie gesagt, ich würde da noch mal rausstreichen. Benny Goller würde ich auch hervorheben. Aber allgemein die komplette, also der Karlsruher Sportclub als Mannschaft funktioniert für die zweite Liga unfassbar gut. Also sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, weil es einfach die Mischung passt. Also du hast den großen, bulligen Stürmer vorne drin, der die Leute auf sich zieht, die Bälle dann rausverteilt. Unsere Außenspieler sind schnell genug, um das auch auszunutzen, um in die Lücken reinzugehen. Dann hast du halt vor der Abwehr hast du einen abgewichsten Jerome Gondorf, der Kapitän ist, der seine Rolle volle Pulle annimmt, die Mannschaft führt mittlerweile, 9 gelbe Karten hat. Das finde ich auch ein Qualitätsmerkmal, tatsächlich in dem Fall, die 9 gelben Karten, dass der sich für nichts zu schade ist, immer reinschmeißt, sich opfern will für die Mannschaft. Und es passt halt einfach hervorragend. Und das System macht die Spieler auch besser. Deshalb würde ich mich auch total freuen, beispielsweise, wenn der Kyung-Rok Choi verlängern würde. Total. Beispielsweise, weil der auch einfach, der ist besser geworden als Spieler und nicht nur, da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, mit dem Ball, sondern halt auch gegen den Ball. Der ist fürs Pressing und fürs Anlaufen ein unfassbar intelligenter Spieler, der immer wieder in Räumen steht, wo die Bälle dann hinkommen, weil der Gegner den Ball nicht anders spielen kann. Okay, in Bochum jetzt zum Beispiel, das war ein Fehler von Riemann, dass er den so zentral in die Mitte kickt, aber da steht halt der Joy und macht dann halt direkt so die Chance klar, wo der Lorenz dann dabei gegen Pfosten kickt. Und dieses Zustellen des Gegners und quasi so mit so quasi die Spitzen setzen gegen den Ball finde ich hervorragend. Da haben sie auch seit dem Hannover-Spiel, seit dem ersten Spieltag so dazugelernt oder was heißt dazugelernt, das verinnerlicht. Weil das war für mich dann der Aha-Moment in Hannover gleich zum ersten Spiel, wo ich mir gedacht habe, boah, die laufen Hannover an und gegen ins Pressing. Auswärts, der KSC, der sich sonst immer hinten reinstellt. In einer fantastischen ersten Halbzeit, So, und da bin ich echt gespannt, was wir im Sommer zusammenhalten können und was nicht. Also, ja. Aber wie gesagt, durch die gute Saison haben wir uns halt auch Zeit gekauft, den Kader weiter zu planen. Man weiß ja nicht, was im Hintergrund schon läuft, ob da irgendwelche Gespräche schon laufen, was Benny Goller angeht oder so. Weiß man nicht. Die Frage ist ja auch immer, wie das mit der ganzen Pandemie zu tun hat, weil ich denke jetzt nicht, dass andere Vereine sehr, sag ich mal, schmackhafte Verträge, sage ich mal, anbieten können. Ich meine, jeder Verein hat aktuell finanzielle Probleme, außer es ist FC Bayern München oder sowas. Also da muss man auch mal vorsichtig sein, was nachhaltig ist für so einen Spieler. Und ich bin mir da auch sicher, dass Eichner ihm sagt, bleib so fleißig, wie du bist und guck, dass du die richtigen Entscheidungen für deine Karriere triffst. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass wenn Goller zurück zu Bremen geht, das vielleicht ein bisschen zu früh ist für ihn. Aber genau, also Goller, Choi, Gondorf, die Spieler, die wir aktuell haben, mit denen das ganze neue System auf jeden Fall funktioniert. Und wie du schon angesprochen hast, man läuft den Gegner früh an. Früher hätte man eigentlich nur defensiv zum Beispiel gewechselt und sich auf das 0-0 ausgeruht. Heute holen wir noch Batmas nach vorne, Gay nach vorne. Das zeigt auf jeden Fall, in welche Richtung wir schielen.
Ja, hoffen wir einfach, dass die Mannschaft so gut es geht zusammenbleibt, dass wir keinen der genannten Schlüsselspieler abgeben müssen aus finanziellen Gründen und lassen wir uns einfach überraschen, was da passiert. Die Planungssicherheit ist natürlich ein großer Vorteil, da stimme ich dir auch absolut zu. Jörn, ich hab's geschafft, ich krieg's hin. ich möchte auf jeden Fall noch über eins mit euch sprechen, und zwar nochmal über den Verein. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die gerade in meinen Augen wirklich sehr gut laufen. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz mit dem KSC-Business-Abend an, den ich mir in voller Länge angeschaut habe. Da gab es eine spannende Aussage von Geschäftsführer Michael Becker, der zum einen hat er gesagt, er ist sehr froh, wie viele Partner an Bord bleiben, und das sieht sehr gut aus, was die wirtschaftliche Seite betrifft, erstmal bezüglich der Sponsoren, die dem KSC die Treue halten. Er hat auch was angeteasert, und zwar hat er gemeint, es gab wohl gerade einen relativ größeren Vertragsabschluss, durfte aber natürlich noch nicht darüber sprechen, bevor das nicht offiziell ist. Ich hoffe natürlich, dass es sich um den Abschluss mit einem neuen großen Werbepartner handelt, einfach um da im Budget mehr Spielraum zu haben und um das in wichtige Schlüsselspieler zu investieren. Ich habe mir den Businessabend auch auf YouTube angeschaut, kann mich jetzt aber nicht mehr an alles genau erinnern. Das war schon ein paar Tage her. Ich weiß, wie gesagt, nur noch, als er sagte, dass man ja besser abgeschnitten hat finanziell, als man ursprünglich dachte oder geplant hat. Also das ist schon mal was Gutes. Diesen großen Werbedeal, keine Ahnung. Vielleicht sind sogar Stadionrechte für das neue Stadion. Ich weiß nicht, inwiefern das schon fortgeschritten ist. Aber wenn dem so stimmt und dass man aktuell gute Werbeverträge abschließt für den Verein, jeder Cent ist am Ende Gold wert. bin jedenfalls auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. Ich weiß nicht, Jörn, hast du irgendwas mitbekommen die Tage? Nee, bei dem Thema leider nicht. Ich könnte nur allgemein sagen, dass ich sehr überzeugt bin vom Auftreten des Vereins aktuell in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das macht der KSC wirklich, wirklich gut und auch irgendwie sympathisch und auf den Verein zugeschnitten so ein Stück weit. Das überrascht mich tatsächlich, dass da viele, viele gute Ansätze sind, die ich quasi als Fan aus der Kurve auch mittragen kann, also ohne das Gefühl zu bekommen, dass da der Fußball endgültig ausverkauft wird. Also die ist jetzt aufgrund der Corona-Situation sicherlich auch ein Stück weit notwendig, weil das Geld tatsächlich bei vielen Clubs aktuell knapp ist. Aber ich finde, ja, wie gesagt, generell machen die einen super Job, ob das jetzt losgeht. Also mich haben sie total bekommen. Und eigentlich würde ich sagen, es ist total schwierig, mich zu bekommen mit Marketingaktionen. Aber ich finde fast jede Aktion, die sie gestartet haben, richtig überzeugend und auch gut umgesetzt, so dass sie mich halt gecatcht haben. Damit meine ich jetzt weniger die Aktien und so. Das wird wahrscheinlich dann am Ende nur, hat auch viel symbolischen Wert, glaube ich. Aber so Sachen wie, kauft das neue Heimtrikot als Mitglied jetzt anstatt für 75 Euro für 50 im Blindkauf. Ja. Das fand ich total geil. Bevor dem Release, meinst du, ne? Das habe ich dann auch direkt gemacht. Und, ja, genau. Und vorher, und dann hatte man halt jetzt Glück, weil ich finde es das schönste Trikot der zweiten Liga dieses Jahr, das KSC-Heimtrikot, weil es einfach so die Mischung ist aus Klassik, einfach nur schön blau-weiß und dann so Stilelemente, die auffällig sind, aber nicht nervig sind. Die Pyramide. So diese Pyramiden und die halt, ja, und dann halt auch zur Stadt und zum Club passen. Das finde ich ein sensationelles Trikot persönlich. Und halt auch die Unterstützerkarte, dass man irgendwie 50 Euro quasi spendet und 50 Euro Ticketgutschein bekommt beispielsweise. Das fand ich alles rundum gelungene Dinge und hat den Verein für mich auch ein Stück weit nochmal, also muss ich echt einen Hut ziehen, mit welcher Akribie oder mit welchen Engagement, sie da dranbleiben und Sachen umsetzen. Das finde ich toll in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen. Du sprichst das Merchandising an, das Trikot auch. Ich muss auch sagen, ich finde das restliche Merchandising auch echt cool, ja. Ich habe mir jetzt auch den KSC-Hoodie gekauft, dass der dann 70 Euro kostet. Darüber kann man natürlich diskutieren, ob das jetzt zu teuer ist oder nicht. Ich habe es als Spende betrachtet, aber mir hat er einfach gefallen. Ich finde, der sieht geil aus und dann kaufe ich mir den auch und betrachte das dann vielleicht das, was man bereit ist oder das, was man mehr ausgibt, als man bereit ist zu zahlen, als Spende einfach, weil das Merch geil ist. Ich finde das Merch einfach echt gerade geil. Ich bin jetzt auch nicht eher so der klassische Merch-Käufer, also ich trage dann lieber irgendwie ein Polohemd, das blau-weiß ist, um mich da irgendwie im Stadion zu bekennen, sage ich mal, oder irgendwas, was die Supporters auf den Markt bringen, aber gerade diese eine Kollektion mit diesem Wildpark, Schloss, Pyramide. Genau. Das habe ich sogar gerade an, das T-Shirt. Das ist so super geil und da denke ich mir,
hier mit einer alten, mit einer Freundin, mit der ich schon am längsten auf den KSC gehe, mit der Katja diskutiere ich das auch schon länger. So Merchandise-Zeug mehr, nicht so, also weg von diesem, von dieser Camp David-Optik. Boah, das war jetzt auch schon echt ein Schlag ins Gesicht. Es tut mir leid, KSC-Merchandise, aber da müsst ihr jetzt durch. Also weg von dieser Camp David-Opfer, wo wirklich so völlig willenlos und deplatziert irgendwie Karlsruher SC in irgendeiner Schriftart steht, wo ich mir denke, Leute. Dieter Bohlen-Style. Wer kauft das denn? Genau, ja, oder kriegt es der Dieter Bohlen geschenkt oder was? Und dann hauen die halt plötzlich solche schöne Sachen raus, wo sie mich ansprechen. Also ich bin halt natürlich auch nur eine Zielgruppe. Also es gibt wahrscheinlich für die andere Optik. Ja, das ist ja das sicherlich auch alles subjektiv. Abnehmer und Käufer, ja, alles, so. Aber, alles subjektiv. Ja. Aber das ist quasi für meinen Geschmack plötzlich was im Fanshop gibt, dass ich das noch erleben darf. Sensationell. Amen. Ja, absolut. Ja, Amen. Ja, an der Stelle großes Lob an das KSC-Team. Ich muss aber auch sagen, nicht nur was Merchandising und Marketing angeht, macht der KSC für mich gerade einen echt geilen Job, sondern auch das Medienteam möchte ich mal hervorheben. Die Medienstrategie in der Entwicklung von neuen Formaten, zum Beispiel die Pre-Game-Show mit Martin Wacker, total geil. Mega. Also ich bin diese Art Person, die morgens um 8, 9 aufsteht. Und ich kann es kaum erwarten, bis Anspiel ist. Und mich kotzt es an, dass sonntags immer eine halbe Stunde später gespielt wird als an einem Samstag. Und wenn du dann so eine Pre-Game-Show hast und du kannst aktuell sowieso nicht raus und bist nur zu Hause, dann freust du dich auf sowas und hast dann 90 Minuten vorher auf jeden Fall geiles Entertainment. Ja, vor allem auch für die Leute, die gerade nicht ins Stadion können, die abzuholen, eineinhalb Stunden vorher vor dem Spiel mit so einem coolen Format und mit sensationellen Gästen, wie ich finde, dass da ein Lars Stindl und ein Philipp Max eingeladen werden und immer noch vom KSC schwärmen, finde ich einfach total geil. Und das ist für mich pures Entertainment und auch rundet das alles total ab. Also die haben ja alle immer noch einen Bezug zum KSC. Ja? Stindl natürlich auch, weil er aus der Region kommt und hier Profi wurde, aber auch ein Philipp Max, der halt hier eine unfassbar geile Entwicklung gemacht hat, der hier zum abzuholen Topspieler gereift ist, wenn man so will. Geil, dass so Leute halt im KSC auch immer noch die Stange halten. Das spricht ja auch nur für den Verein und für die Arbeit, die da geleistet wird. Ja, absolut. Und dann holst du auch immer noch die Fans mit ab und gibst denen die Chance, Fragen diese Leute zu stellen und kriegst dann auch noch coole Informationen aus der Kabine oder sonstige Geschichten. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, ich glaube, für alle KSC-Fans. Martin Wacker hat es ja auch einmal uns erzählt im Podcast, dass ihm persönlich diese Pre-Game-Show, er vermisst das ja im Stadion, wo er da seine Show macht für uns, während wir den Leuten beim Warmmachen zusehen oder so. Und jetzt so eine Show, wie gesagt, in der aktuellen Situation und mit der aktuellen Lage ist einfach nur wunderbar. Wie nimmst du das wahr, Jörn, aus dem fernen Norden? Ja, also ich habe sie mir heute auch angeguckt. Also die Show finde ich auch einen absoluten Gewinn. Ich finde halt auch, das Design der Show finde ich toll. Also es war auch, ist eine richtig gute Idee, weil auch wieder viel richtig gemacht, weil Martin Wacker ist wirklich der Einzige, der diese Show moderieren kann, weil man halt auch dann sofort dieses Wildpark-Feeling bekommt. Voll. Der Martin Wacker war jahrelang mein Begleiter im Wildpark. Das ist eine bekannte Stimme und dass der jetzt quasi so durchführt und zumindest so ein Stück weit Wildpark zurückgibt, finde ich super. Und auch, wie sie es hinbekommen mit den Gästen und die Gästeintegration ist auch hervorragend. Also das hat mich auch total überzeugt. Oder dass halt der Marvin Warnicek da dran sitzt und quasi so ein bisschen das Flipchart direkt dann bewegt und da die Spieler drauf rumschiebt und so. Das ist halt so greifbar. Also in anderen Bereichen hat der KSC halt auch, also da fügt sich halt eins zum anderen, was ich halt zum Beispiel auch mega gern angucke diese Saison, ist halt die PKs von Eiche. Weil, also streng genommen sind ja diese PKs eigentlich nur jahrelang quasi so ein Goodie gewesen für Journalisten, also als jetzt Social Media noch nicht da war, wo sie halt ein paar Infos bekommen haben zum Spiel. Und da haben eigentlich immer die Trainer gesagt, ja, gute Trainingswoche, der und der ist verletzt und so weiter und so fort. Also die kann man ja quasi auch so in, ja, und genau. Und aber der Gegner, der kommt, ist schwer, wird schwer. Aber trotz allem, ich kann es gar nicht sagen, woran es liegt. Also der Eiche sagt auch nicht viel anders, aber der sagt das halt auf so eine bodenständige und halt auch so greifbare Art, die mir total gefällt. Also er sagt jetzt nicht, Regensburg ist ein schwerer Gegner, sondern er sagt, Regensburg ist erst geschlagen, wenn sie mit dem Mannschaftsbus vom Wildparkgelände runterfahren. Mhm. Ist halt ein anderes Bild als so diese Floskel. Also er findet da ganz neue Floskeln oder auch, dass er irgendwie sagt, ja,
ein langer Ball auf Philipp Hoffmann kann auch schöner Fußball sein. Da sieht man halt auch total, dass er sich mit der Materie oder mit dem Fußball, also dass er sich total damit auseinandersetzt, was ja auch logisch ist. Er ist ja Trainer, sage ich mal, aber das macht mir immer große Freude. Und wie gesagt, ich musste mir ja jahrelang PKs anhören, die, also ich bin da, ja, also von daher ist mir das positiv aufgefallen. Auf jeden Fall. Und eine weitere Erweiterung in Sachen Medien, Niklas, ist auch das Fanradio. Man hat es oft gehört, auch in der Pregame-Show wurde es angeteasert. Wir sind mittlerweile auch Teil davon geworden und werden in der Halbzeit mit Highlights abgespielt. Für mich auch ein Gewinn. Für viele, die sich jetzt beispielsweise kein Sky-Abo leisten wollen oder können, oder für welche, die unterwegs sind und trotzdem dem Spiel dabei sein oder bei dem Spiel dabei sein möchten. Auf jeden Fall eine gelungene Sache. Ich habe es auch oft in Medien gelesen, wo jemand schrieb, oh geil, ich war gerade unterwegs oder ich war hier und da und konnte nur durch das Fanradio mitkriegen, wie der KSC aktuell spielt. Allein das ist ja auch schon eine coole Sache, vor allem wenn es von ja, richtigen Die-Hard-KSC-Fans kommentiert wird, oder Niklas? Ja, ich finde das Fanradio auch richtig geil. Ich höre da total gerne rein. Die Jungs machen das auch richtig gut, sind da mit wirklich viel Herzblut dabei und bin sehr froh und auch ein Stück weit stolz, Teil des Formats zu sein, dass wir da jetzt in der Halbzeit zu hören sind und unseren Teil dazu beitragen dürfen und quasi immer ein kleines Best-of spendieren dürfen. Vielen Dank nochmal an die Möglichkeit und ja, ich finde, das rundet das total ab und das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, definitiv. Also ich finde, wenn ich noch was zu Videoformaten ergänzen darf, die finde ich halt auch sensationell aktuell. Also zum Beispiel auf YouTube gehe ich sehr gerne, weil irgendwie immer was dabei ist, was mir zusagt oder was ich in der Form auch beim KSC noch nicht gesehen hatte, und sei es halt quasi nur so ein Drohnenflug durch den alten Kabinentrakt. Ja, oder Drohnenaufnahmen vom Baugelände, das fand ich auch total geil, ja, dass man das einfach mal sich einen Überblick verschaffen kann, wie sieht's eigentlich gerade aus und was wird da gemacht. Also wenn es nach mir geht, können die jede Woche einen Drohnenflug machen, weil ja so viel passiert aktuell gerade. Der Baufortschritt geht ja total schnell voran. Müssen wir auch gleich nochmal über das Stadion sprechen und die Vision Wildpark. Aber sensationell, ja, einfach um da wirklich einen geilen Überblick zu kriegen, was gerade wurde gebaut wird, wo stehen jetzt die Container, wo ist die Mannschaft untergebracht, wie sieht es da auf der Haupttribüne aus, die ja gerade Stück für Stück abgetragen wird, hat man heute ja auch sehr gut gesehen in der Fernsehbildkamera auf Sky. Ja, finde ich sensationell, richtig cool. Ja, dem stimme ich absolut zu. Wie oft schaust du denn, Jörn, auf die Stadion-Webcam oder wie oft schaust du in den sensationellen Instagram-Kanal Stadion Neubau Karlsruhe rein? Ja, schon so wöchentlich, weil das natürlich ein Sehnsuchtsort ist, sage ich mal. Und ja, also ich fand halt auch quasi, wie der Wildparkabriss zelebriert wurde, fand ich auch toll schon. Und ich kann es kaum erwarten, dass das Ding fertig ist. Jetzt ist es ein bisschen lärmig. Meine Tochter kommt gerade rein mit ihrem Hocker, die auch KSC-Mitglied ist. Sehr gut. Nebenbei bemerkt. Sehr gut. Hast genau wie Martin Wacker gemacht, bei der Geburt gleich. Ja, so ähnlich. Stark. Aber sie ist auch... Sie ist auch Mitglied beim FC St. Pauli, muss ich zugeben. Okay. Aber gut. Aber die machen auch, da kannst du nämlich bei den Rabauken so ein bisschen Fußball spielen und turnen und so. Die machen auch, und man hat tatsächlich auch Chancen, um ins Stadion zu kommen damit, weil es quasi so einen Rabaukenblock gibt. Cool. Ja, so, deshalb macht es jetzt vielleicht ein bisschen Lärm, aber nee, also es ist ja ein Sehnsuchtsort und ich finde es halt... Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn der neue Wildpark fertig ist und wir da alle hingehen können. Und ja, ich glaube, das wird toll für alle. Ja, absolut. Ich kann es auch kaum erwarten, mal wieder im Wildpark zu sein und mir auch mal die Baustelle wieder selbst anzugucken. Ihr habt uns ja Sprachnachrichten geschickt und ich möchte gerne gegen Ende der Sendung nochmal eine einsplenden. Die kommt vom Max aus Ettlingen, die hat mich sehr gefreut. Und ich würde sagen, einfach mal Mats ab. Danke Jungs, dass ihr den Podcast auf die Beine gestellt habt. Immer spannende, coole Gäste da habt, auch mit interessanten Infos dadurch. Trust the process, Christian Eichner, bester Mann. Blau-weiße Grüße aus Karlsruhe nach München und Gibraltar. Ja, vielen Dank Max aus Ettlingen für das Lob. Das freut uns natürlich sehr, genau wie die vielen anderen Lobe, die uns über sämtliche Social-Media-Kanäle erreichen, auf denen ihr uns abonnieren könnt. Instagram, Facebook, Twitter, je nachdem, welches Medium euch am liebsten gefällt. Ja, Jungs, wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung. Knapp über eine Stunde haben wir jetzt über den KSC gelabert. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Zum Abschluss mal noch einen Blick in die Zukunft. Wir haben ja sehr viel lobende Worte gefunden jetzt. Was glaubt ihr? Wohin kann jetzt die Reise gehen? 40 Punkte und danach Spaß haben, war jetzt ja zum Beispiel die Aussage von Boris.
Ja, also ich bleib dabei. 40 Punkte und danach können wir richtig auf die Kacke hauen. Neue Dinge ausprobieren, hoffentlich weiter oben bleiben, sodass wir bei der Sportschau nicht auf die zweite Hälfte der Tabelle warten müssen. Nee, aber ich bin der Meinung, dass wir weiterhin, wenn wir so weiter spielen, dass wir keine Probleme haben werden mit dem Abstieg, sondern uns eher nach oben orientieren und einen einstelligen Tabellenplatz sollte man auf jeden Fall langsam mal anpeilen. Und das ist so ja, meine Sichtweise. Ja, also ich sehe es ähnlich, wie der Boris. Also die einzige kleine Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, ist, dass quasi jetzt, wir haben ja mit dem Programm jetzt in den nächsten Wochen Sandhausen, Nürnberg, Darmstadt, St. Pauli, Braunschweig, Paderborn und Osnabrück sind alles so Mannschaften, die unten drin stehen. Und die einzige Gefahr, die ich so ein Stück weit sehe, ist, dass es halt so einen Spannungsabfall bei uns gibt. Weil wenn wir jetzt noch 3-4 Punkte holen, dann ist klar, dass wir mit unten nichts mehr zu tun haben, aber mit oben auch nicht mehr so richtig. Das kann halt auch irgendwie im Hinterkopf ein Problem werden, dass man dann die Saison so ein bisschen austrudeln lässt, aber das sehe ich jetzt beim KSC mit der Mentalität aktuell gar nicht. Und jetzt holen wir erstmal die 40 Punkte, dann sehen wir weiter und wenn es am Ende dann nur 45 sind, ist so, aber ich gehe auch davon aus, dass wir so eher Richtung 50 gucken dieses Jahr und dann schauen wir mal. So sieht's aus und nicht anders da, um auch mal kurz wieder in den badischen Dialekt abzudriften, den ich mir berufsbedingt ein bisschen abgelegt habe. Aber ich habe auch so einen Schalter hin am Ohr, ich kann auch ganz schnell umswitchen. Finde das macht auch immer ein bisschen Spaß. Ja, geil, geil, Jungs, hat echt Bock gemacht. Vielen Dank, Jörn, nochmal an dich, dass du Zeit und Bock hattest, Bonsch, dabei zu sein im KSC-Fan-Podcast. Und liebe Grüße in den hohen Norden, lass dich nicht einschneien. Und ja, danke, hat sehr viel Bock gemacht mit dir. Ja, ich habe zu danken und wenn ich die Chance noch ergreifen darf, würde ich gerne meine ganze Leute grüßen, mit denen ich jahrelang schon leide mit dem KSC oder mich auch freue. Ist da Auswärtstrupp, meine WhatsApp-Gruppe, die Reisegruppe Riesling und ja, ich freue mich, mit euch digital Kontakt zu haben und über den KSC zu brudeln, sich über den KSC zu freuen, aber ich freue mich vor allem auch, wenn ich euch endlich wieder sehen darf und wir quasi weitere Auswärtsfahrten angehen können. Also Reisegruppe Riesling finde ich immer noch sensationell, den Namen. Auf jeden Fall. Ja, Boris, deine letzten Worte aus dem fernen Gibraltar. Ja, hier zieht gerade ein Sturm auf übrigens, es wird noch regnen. Aber ansonsten, ja, hat mir auch mega Spaß gemacht heute. Es fällt einem immer leicht, Worte loszuwerden über den KSC, wenn es gut läuft. Ich denke, das geht bei euch genauso. Und kann es kaum erwarten aufs nächste Spiel, auf die nächste Folge und hoffentlich irgendwann mal nach Karlsruhe zu kommen. Und Grüße von mir Richtung Norden. Ja, die kommen dann zuerst bei mir an und landen dann beim lieben Jörn in Hamburg. Danke, Jungs. Hat sehr viel Bock gemacht. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin werden wir weiterhin hoffentlich noch viel Freude haben am KSC. Diese Saison läuft ja echt gut. Und danke, schöne Grüße. Macht's gut. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao.